Auf der Kanareninsel La Palma hat am Samstag ein heftiger Waldbrand gewütet, der nach Angaben der Behörden die Evakuierung von hunderten Personen erforderlich gemacht hat. Innerhalb weniger Stunden sei eine Fläche von rund 45 Quadratkilometern abgebrannt, so die Regionalregierung der Kanaren. Das Feuer brach in den frühen Morgenstunden nahe der Ortschaft Punta Gorda aus, einem bewaldeten Gebiet im Norden der beliebten Ferieninsel. Rund 300 Feuerwehrleute waren im Einsatz, sie wurden von Löschflugzeugen unterstützt. Zur Brandursache gab es zunächst keine Informationen. Ganz Spanien, inklusive seiner Inseln, leidet in diesem Jahr unter ungewöhnlicher Hitze und Trockenheit. Das Land erlebte seinen heißesten Frühling seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und auch aktuell stöhnt Spanien unter einer extremen Hitzewelle. Diese Wetterbedingungen begünstigen den Ausbruch von Feuern. Seit Jahresbeginn verbrannten in Spanien bereits etwa 66.000 Hektar Land.